Vom Schiffshebewerk Scharnebeck mit seinen zwei riesen Wassertrügen im Format von 100 Metern Länge, 12 Metern Breite und 3,40 Meter Tiefe, das per Fahrstuhl innerhalb von 3 Minuten eine Höhe von 38 Metern bewältigt, geht es mit der Winde 50 SL Richtung Winterlager. Der Deutz D50S mit seinen 4 Zylindern erreicht aus 3,4 Litern Hubraum eine Leistung von 52 PS. Er ist Baujahr 1965 und natürlich top restauriert. Die Winde 50 SL ist ein Zweimaster, die natürlich im Heimathafen schon gelegt worden sind. Sie hat eine Länge von 10,70 Meter mit einer Breite von 3,10 Metern. Dabei hat sie einen Tiefgang von 1,60 Meter und wiegt über 6 Tonnen. Bei dieser Breite ist für den Transport natürlich eine Sondergenehmigung erforderlich. Und ganz unter uns, ich sehe dem Käpt'n an, dass er sich sehr auf den Transport konzentriert. Denn dieses Boot ist gemacht fürs Wasser und nicht fürs Land. Doch er möchte sein Boot weiter kernsanieren und das geht nur in seinem Winterlager. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Film und ich freue mich über einen Daumen hoch für dieses Werk.